Tabellenelfter. Die TTBL am 18. Spieltag mit der Partie Saarbrücken gegen Jülich. Der Tabellenführer also gegen den Tabellenvorletzten. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, aber auch solche Partien müssen ja erstmal gespielt werden, auch wenn das jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein kostet. Shankun macht den Anfang für die Saarländer gegen Danny Kosul, der junge Mann auf Seiten von Jülich, also mit einem harten Brocken. Schön geholt als von Gegner. Kosul eigentlich aus der Bedrängnis, aber Shankun clever abgeklärt, macht den Punkt zum 3:1. Und es zeigte sich dann auch recht schnell, wer hier die größere Erfahrung hat. Shankun ging 2:0 Sätze in Führung. Super Ball, und hatte einfach dann auch Kosul weitestgehend die Kontrolle über dieses Match. Kosul ja ein wirklich toller, auch talentierter Spieler, der das schon oft gezeigt hat in dieser Saison. Und aber in diesem Match, da gab es für ihn nichts zu holen. Shankun gewinnt deutlich 3:0 und bringt damit Saarbrücken in Führung. Christian Pletea jetzt für Saarbrücken im Einsatz. Auch er ja noch nicht so häufig am Tisch gewesen in dieser Saison. Auch ein wirklich aufregender Mann für die Zukunft. Geht hier in der Endphase des ersten Satzes. Spielt gegen Robin Devos, der Belgier. Sicherlich im Team von Jülich der stärkste Spieler. Toller Ballwechsel hier. Aber Pletea, der kann es eben auch. Und der ist auch bekannt als echter Kämpfer. Jubelt ins Spiel. Häufig lautstark, nimmt das Publikum oftmals gut mit. Lag dann aber erstmal 0-2 Sätze hinten. Sah alles nach einem Sieg für Devos aus. 4:1. Für den jungen Rumänen in Führung. Aber dann kam Pletea wieder ins Spiel, kämpfte sich ran. Der dritte Satz ging an den Rumänen. Pletea macht weiter, wo er im dritten Satz aufgehört hat. 7:2. Und auch im vierten gab es eine starke Vorstellung. So ging es dann tatsächlich noch in den fünften Satz. Nach 0-2 Rückstand aus Sicht von Pletea. Und ein mega Ballwechsel hier mit der großen Chance für Robin Devos beim 8:8 einen wichtigen Punkt zu machen und die vergibt er. Hier fischt Pletea noch den Vorletzten, der streift sogar noch die Netzkante und dann 11:10 Matchball Pletea und er gewinnt und küsst hier den Boden, das habe ich gemeint. Der ist emotional und kämpferisch drauf. 2:0 für den FCS. Und freut sich hier. Nach 0-2 dreht er die Partie und bringt Saarbrücken zur Pause mit 2:0 schon in Führung. Das dritte Einzel dann Tomasz Polanski gegen Dennis Klein. Guter Ballwechsel, erster längerer Ballwechsel. Wie siehst du die Stärken? Hast bei Dennis eben schon gesagt, Aufschlag. Auch Klein hatte ja schon mal für Saarbrücken gespielt. Damals allerdings noch in der zweiten Mannschaft hauptsächlich. Nominell verstärkt. Jetzt also hier dieses Duell. Karl jetzt die erste Titelchance quasi nicht nutzen können. Polanski. Da aber sicher der Favorit und das zeigte er auch, spielte stark auf. 2:0 Satzführungen zu diesem Zeitpunkt. Und dann Matchball im dritten für Polanski. Und die Entscheidung. Am Ende gewinnt also Saarbrücken hier mit 3:0 gegen Jülich. Wir haben bei den Spielern nachgefragt. Gute Leistung von allen Saarbrücker Spielern. Yeah, I'm very happy to win this match. Christian Pletea sagt hier, ich bin sehr glücklich, dieses Spiel gewonnen zu haben. Vor allen Dingen auch, weil ich ja 0-2 hinten lag und das noch drehen konnte. Und das ist einfach auch wichtig für den Kopf. Und außerdem bin ich sehr froh, dass wir als Team, wo wir heute ja mit wirklich sehr jungen Spielern angetreten sind, hier 3:0 gewinnen konnten. Ich glaube, jetzt sind wir echt auch mit Selbstvertrauen ausgestattet für Mühlhausen, für die Champions League. Ja, wir haben 0-3 verloren, sagt Danny Kosul gegen den Tabellenführer. Ich glaube, das kann passieren. Ich hatte in meinem Spiel gegen Shankun keine Chance, muss man ganz klar so sagen.
Und ja, die anderen Spiele waren natürlich von Robin Devos, da war mehr drin. Das letzte Spiel eher wieder nicht, also am Ende kann passieren 0-3 beim Tabellenführer.